Heute sprechen wir einmal über Wild Survivors, das neue Deckbuilder-Set, was wir am 1.6. bei uns im TCG haben. Wie es der Name sagt, es ist ein Deckbuilder-Set, das heißt, wir kriegen wieder drei neue Archetypes, wobei einer davon nicht wirklich neuer Archetype ist, kommen wir gleich drauf. Und wir sprechen einmal ganz kurz über die Karten, die drin sind und was wir aktuell davon schon wissen. Denn so ein Deckbuilder-Set hat in der Regel immer 60 Karten mit ein paar Reprints drin. Wir kennen aktuell 45 davon, also einen sehr großen Teil. Ich werde euch einmal kurz ein paar von den neuen Karten zeigen und erklären, was sie tun und wie gut die sind. Und ich werde einmal auch die ganzen Reprints zeigen, die in dem Set drin sind, damit ihr einfach wisst, die Karten werden reprinted. Fangen wir an mit dem Set selber und mit dem ersten Archetype, Transcendrake. Das ist ein Zungenbrecher, wenn ihr mich fragt. Und das ist einmal Dino-Support. Die erste Karte gehört nicht wirklich zum Themendeck, aber es ist eine Karte, die relevant ist für Dinos als solches. Das ist einmal der Xenometeorus. Die Karte hat die Fähigkeit, wenn eine Karte durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, können wir die Karte von der Hand als Spezialbeschwörung beschwören. Das klingt erstmal nicht so krass. Wir müssen aber überlegen, das Ding hier ist ein Level 6 Tuner-Monster. Das ist wichtig für die nachfolgenden Karten aus dem Themendeck. Also halt das im Kopf. Das Ding Level 6 Tuner-Dino. Und die beschwört sich selber, wenn eine Karte zerstört wird. Richtig guter Effekt. Dann hat ihr noch einen anderen Effekt, dass ihr während der Main Phase Monster zerstören könnt und Dino Normal Monster specialen könnt. Ja, okay, das kann für manche Deckvarianten theoretisch relevant sein, das werdet ihr aber niemals benutzen, weil die lockt euch auf Dino, Worm, Sea Serpent und Dragon. Also das werdet ihr niemals machen. Der Effekt, dass ich selber spezial beschwören kann als Level 6 Tuner Monster, ist insane. Denn mit so einer Karte ist eine Baroness nicht weit entfernt. Das ist aber noch eine andere Sache, dass die relevant ist, dass hier halt wirklich dieses Tuner-Monster ist. Das ist für eine Zauberkarte, auf die wir gleich noch kommen, ist das super relevant. Aber das ist einmal die erste Karte von dem neuen Dino-Deck-Thema, was wir in diesem Set bekommen. Und das ist halt gut für generisch Dino-Decks. Nächste Karte. Das ist einmal der Transcendrake Gigantosola. Der braucht ein Dino-Monster und ein normales Monster. Das heißt, der ist dafür gedacht, dass ihr den in dem Dino-Deck spielt, wo ihr die Normal-Monster ausfällt, klatscht. Das Normal-Monster, um das es meistens gehen wird, ist der Phostosaurus, wie auch immer das Ding heißt. Das ist ein Level 8-Monster, glaube ich. Das soll damit funktionieren. Grundsätzlich sprechen wir ganz kurz über die Karte selber hier. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung geschworen wird, du kannst ein Dino-Monster in deinem Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Und dann, wenn diese Karte, die den Effekt aktiviert hat, vom Friedhof spezial beschworen wurde, können wir noch eine Karte von uns zerstören und eine Karte, die der Gegner kontrolliert. Das ist also ein guter Effekt. Die rauszubekommen ist gar nicht so schwierig, wenn man die richtigen Karten spielt, aber auch nicht unbedingt so super hilfreich, die aus dem Grave zu specialen. Die wird quasi vom Extra-Deck aufs Feld kommen, dann addet ihr euch ein Dino-Monster vom Grave und dann ist alles gut. Das Schöne bei der Karte ist, dass ihr euch eure Dinos wieder recyceln kann, also die Babys und die Petits, die nicht uns zu hören sind, die nachher im Friedhof landen, die nachher kein Value mehr haben. Das ist ganz schön. Und die andere Sache ist die, dass sie halt einen Effekt hat, wenn die normales Monster vom Friedhof zurückschaffelt, dann kann die was machen. Das wird nie aufkommen, aber ist eine Karte, die auf jeden Fall interessant ist im Kosmos von Dino-Decks, denn die wird auf jeden Fall irgendwo Play sehen. Wie viel? Keine Ahnung, aber ich denke mir schon, dass die irgendwo mal Play sehen wird. Was bei der schön ist, die ist ein Level 12 Monster. Ist irgendwie ganz funny. Und 3800 ATK ist halt auch gar nicht so wenig. Die nächste Karte ist einmal der Transcendrake Drillknactus. Drillknactus. Die Namen, oh mein Gott, die Namen in diesem Set. Huh. Gar nicht drüber sprechen. Diese Karte ist ein generisches Rang 6 Monster. Was die Fähigkeit hat, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen. Dann kannst du eins deiner gebannischten Dinosaurier-Monster wählen, spezial beschwörst. Das ist pauschal für das Dino-Deck ein sehr guter Effekt. Dadurch, dass das Ding aber generisch ist, kann es für manche Kombos benutzt werden, die vielleicht nachher irgendwo Dino benchen und es nachher auf dem Feld brauchen. Wie relevant das ist, schwer zu sagen, aber es kann in Zukunft damit eine Kombo geben, wo das funktional ist. Und die Karte, falls zerstört wird, kannst du ein normales Monster in deinem Friedhof ins Deck mischen und dann kannst du die Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Okay, wird nie passieren, aber ist theoretisch möglich. Du kannst nur einen dieser Effekte von oben benutzen, pro Spielzug logischerweise. Und wenn diese Karte kein Material hat, bekommt der Gegner doppelten Kampfschaden. Das ist relevant, weil die Karte hat 3000 ATK, das heißt, so ein Cheeky-Deck mit normalen Monstern kann auch ganz schön viel Damage auspacken. Ich glaube nicht, dass es relevant wird, aber es ist cool, dass die Karte generisches Rang 6 Monster ist. Da haben wir einmal Ground Xeno und das ist die Karte, die Dinos besser machen wird. Ob das jetzt wirklich gut wird, keine Ahnung, es wird auf jeden Fall mit dieser Karte besser.
Wir lesen aber ganz kurz den Effekt durch und dann werde ich verstehen, warum die Karte das Dino Deck besser macht. Add one Dino Tuner Monster or Dino Normal Monster from your deck to your hand. Erstmal ein guter Effekt. Wir kriegen einen Dino Normal Monster oder einen Dino Tuner Monster. Dann zerstöre eine Karte in deiner Hand. Diese Karte edit das Monster, was wir gerade hatten, das hier, auf die Hand. Das ist ein Tuner-Monster. Dann zerstört diese Karte eine Karte in eurer Hand. Zum Beispiel ein Baby. Das Baby triggert als Chainlink 1, weil das ein Mandatory-Effekt ist. Das heißt, der triggert immer als Chainlink 1. Das Ding hier triggert als Chainlink 2, um sich selber spezial zu beschwören. Dann holt ihr über das Baby den Oviraptor, der euch versuchen kann. Und ihr habt dann schon das Level 6 Tuner-Monster auf dem Feld und ein Oviraptor, der Level 4 ist. Heißt, mit zwei Karten, also das Ding plus Baby, ist immer Baroness plus Misk auf der Hand. Ja. Und das ist ohne Normalbeschwörung. Das macht diese Kombination an Karten unglaublich gut. Der zweite Effekt dieser Karte ist jetzt nicht so krass, aber ist auf jeden Fall erwähnenswert. Denn die hat die Fähigkeit. Du kannst die Karte auch wieder verbannen. Versumzuschwörer, ein Dino-Monster vom Extra-Deck mit Monstern auf dem Feld. Oder in deiner Hand. Es gibt jetzt nicht so viele krasse Dino-Monster, die man fusionieren könnte. Also das andere Fusion-Monster, wenn ihr ein normales Monster irgendwie habt, könnt ihr halt da über diese Karte da hinkommen. Der erste Effekt ist der relevante. Der Effekt von dieser Karte ist glücklicherweise Once per Turn, sonst wäre die Karte so ein bisschen krank. Aber das ist definitiv eine gute Karte. Dann haben wir noch einmal die Fallenkarte. Ich wollte die einmal ganz kurz erwähnen, weil ich die irgendwie interessant finde. Ich glaube nicht, dass die Play sehen wird, aber ich finde die schon irgendwie spannend. Denn du kannst ein Dino-Monster im Friedhof oder das Verbandes wählen und das Spezialbeschwören. Das kann, je nachdem, was für ein Setup ihr habt oder was für eine Combo ihr habt, wirklich gut sein. Die Karte ist nicht suchbar. Sobald diese Karte suchbar werden sollte, wird die Karte auch gespielt werden. Aktuell sehe ich keinen Grund davon, die Karte zu spielen, aber es ist keine schlechte Karte. Dann machen wir einmal weiter mit dem nächsten Archetype und das einmal Vanquish Soul. Und die Karten haben eine ganz weirde Mechanik. Die meisten können auf Normal- oder Spezialbeschwörung einen Effekt triggern, dass sie was suchen, was erden, was auch immer. Machen ja viele Deckthemen. Und dann können die, einmal pro Spielzug als Quick-Effekt, Monster in eurer Hand vorzeigen mit verschiedenen Attributen und dann kriegen die einen Zusatzeffekt. Und die großen Monster können Monster von eurem Feld auf die Hand zurückgeben und sich dann Spezialbeschwören. Also das ist eine ganz weirde Mechanik. Aber das Deckthema hat ein Link 1 Monster und das könnte auf jeden Fall gut sein, weil das Link 1 Monster ist echt ganz gut. Aber ich spreche zuerst einmal über die erste Karte, das ist einmal Vanquish Soul Raisin, das Feuerkriegermonster. Wenn die Karte normal oder spezial schon wird, kannst du dir einen Nicht-Krieger Vanquish Soul Monster von deinem Deck adden. Und dann hat die halt diesen Vorzeigeeffekt. Das Adden von den Karten ist immer gut, denn wir haben mehrere Wege, das Ding aus dem Deck spezial zu beschwören oder grundsätzlich zu beschwören oder halt zu normeln. Heißt, das ist immer ein plus 1. Das ist eine gute Karte. Vanquish Soul Dr. Madlove. Die Karte addet eine Vanquish Soul Spelltrap vom Deck. Ist also das Äquivalent zu dem anderen Ding, addet nur Spelltrap. Auch eine gute Karte, wird Normal oder Special Summon triggert auf beides. Ist also keine schlechte Karte. Dann haben wir einmal Pantera. Die Karte macht was anderes. Die kann sich nämlich selber spezial beschwören, wenn ihr keine Monster in den Main-Monster-Zonen kontrolliert. Das ist wichtig, weil die haben hier einen Link 1 Monster. Das heißt, wenn ihr das Link 1 Monster holt, könnt ihr die trotzdem spezial beschwören, weil ihr dann keine Monster in den Main-Monster-Zonen habt. So ein bisschen so wie Sky Striker, was jetzt die Aktivierungsbedingungen angeht. Ist auf jeden Fall eine interessante Karte. Der hat aber jetzt keinen Spezialbeschwörungseffekt. Die kann aber Zorn fallen kann schießen, wenn die Erde und Feuer in der Hand vorzeigt. Ist aber gar nicht so relevant. Das ist ein Free Special Summon für ein Level 4 Monster. Das könnte nicht nur für dieses Deck wichtig werden, sondern grundsätzlich ist das eine Karte, die halt in manchen Decks Play sehen kann. Wenn ihr halt einfach nur Level 4 Monster aufs Feld braucht, um halt dann, weiß ich nicht, Rang 4 zu machen, könnte ein schöner Extender sein, bevor ihr was normalt. Also keine schlechte Karte. Dann haben wir einmal Vanquish Soul Heavy Borger. Und das ist eine von den Karten, die ich meinte. Das ist ein High-Level Monster, was halt Karten zurück auf die Hand geben kann. Gucken wir mal ganz kurz. Während der Main Phase, Quick Effect, you can target one non-machine Vanquish Soul Monster you control, also kein Maschinenmonster, also nicht das eigene Ding, weil er ist Maschine. Return to the hand, and if you do, special summon this card from your hand. Das heißt, die special sich dann von der Hand. Du kannst dann was vorzeigen und die Vorzeigeffekte bei den großen Monstern werden relevant. Bei der ist er quasi, zeigt ein Dark Monster vor, dann kannst du eine Karte ziehen. Das ist pauschal ein guter Effekt. Erde- und Feuermonster kannst du dem Gegner Burn Damage machen. Das ist natürlich für Time Reasons nicht schlecht. Inhärent keine schlechte Karte. Ob das Deck jetzt selber gut wird, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall inhärent halt keine schlechte Karte. Haben wir einmal den Vanquish Soul Kaiser Varius, der die gleiche Fähigkeit logischerweise. Während der Main Phase, Quick Effect, kannst du das Ding spezial beschwören.
wenn du ein Nicht-Drachen-Vanquisher-Monster, was du kontrollierst, auf die Hand zurückgibst. Dein Quick-Effekt, du kannst ein Monster vorzeigen. Wow. Erde-Monster. Das offene Monster ist umringt von den aktivierten Effekten deines Gegners. Das ist ziemlich gut. Erde, Feuer und Dark. Du kannst destroy one card on the field. Also wenn du halt drei Monster vorzeigst, kannst du mit der Karte eine Karte auf dem Feld zerstören. Ich glaube, das Setup, um den Effekt zu resolven, ist zu groß. Ich glaube, der Draw-One-Effekt ist deutlich schöner und einfacher. Mit dem Dark-Monster vorzeigen, ziehe eine Karte. Fühlt sich, glaube ich, besser an. Aber ich glaube schon, dass die Karte einen Platz im Deck finden wird. Wie gut das sein wird, keine Ahnung. Aber die ist ja auch ein Level 8-Monster. Und Level 8 Drache, Dark wird irgendwo schon Play sehen. Und hier haben wir einmal das Link 1-Monster, was keine Fieldspell sucht. Das finde ich übrigens auch sehr interessant. Also sucht keine Fieldspell. Aber er hat die Fähigkeit, dass er nicht als Sigma-Teil benutzt werden kann. Ganz wichtig. Wenn du ein Vanquish-Storm-Monster kontrollierst, kann dein Gegner nur Monster mit der höchsten ATK für Angriffe wählen. Keine Battle Protection, weil das Ding hat nur ATK. Also jedes Vanquish-Storm-Monster, was ich auf dem Feld habe, muss er zuerst angreifen, bevor er das Ding angreifen kann. Okay. Während der Main Phase, Quick Effect. You can activate one of these effects. Special Summon one Vanquish-Storm-Monster from your hand. Guter Effekt. Add one Vanquisher Monster from your graveyard to your hand. Diese Karte ist richtig gut. Die ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt von dem Deck, weil wenn ihr die macht, könnt ihr euch von einem Spezial beschwören, was einen Effekt triggern kann, oder könnt ihr euch vom Friedhof was zurückadden, weil wir das ja als Quick-Effekt auch in der generischen Mainphase machen können. Das heißt, wir können in der generischen Mainphase das Ding machen, also den Effekt davon benutzen, was auf die Hand zurückgeben, und dann können wir das meinetwegen wieder Spezial beschwören, wenn wir was anderes zurückgeben. Wichtig bei den ganzen Vanquisher Monstern ist, das Ding hier zurückzugeben, könnt ihr zwar machen, dann könnt ihr aber nicht spezial beschwören. Weil die ganzen Vanquisher-Monster sagen immer, gib es auf die Hand zurück und wenn du das tust, spezial beschwör das Monster. Diese Karte kann aber nie auf die Hand zurückgegeben werden, weil die immer ins Exodeck zurückgeht. Das würde bedeuten, dass die Effekte von den Monstern halt nicht aufgelöst werden können. Also darauf achten, wenn ihr das Deck spielen wollt, die Karte auf die Hand zurückzugeben, funktioniert nicht. Und dann haben wir noch eine Zauberkarte von MacDema, die ich finde auch nicht so schlecht ist. Du kannst ein Monster in deiner Hand vorzeigen, spezial beschwöre ein Vanquish Soul Monster von deinem Deck mit einem unterschiedlichen Namen, aber einem anderen Attribut. Also eine Karte zeigt einen vor, Special aus dem Deck, boom. Ist eine gute Karte, die wird aber in der Endphase auf die Hand zurückgegeben. Diese Karte negiert nicht Effekte und ihr müsst kein Vanquish Soul Monster von eurer Hand vorzeigen. Ihr müsst nur ein Monster vorzeigen, nicht spezifiziert was. Ihr müsst dann nur ein Monster aus eurem Deck spezial beschwören, was einen anderen Typen hat, das Monster, was ihr vorgezeigt habt. Meinetwegen spielt ihr Armageddon Knight, warum auch immer, aber keine Ahnung, Armageddon Knight, der ist Dark, dann spezial beschwört ihr ein Nicht-Dark Vanquish Storm Monster aus eurem Deck. Das ist eine gute Karte, weil eine Free aus dem Deck Special klingt erstmal nicht verkehrt. Dann haben wir noch einmal die Vanquish Soul Continue, die keine Continuous-Karte ist, sondern eine Quick-Spell. Okay, du kannst 500 Life Points zahlen, dann kannst du ein Vanquish Storm Monster in den Friedhof wählen. Kannst du entweder auf die Hand geben oder spezial beschwören in Verteidigungsposition. Wichtig hierbei wieder ist, das Ding kann nicht das linken Monster vom Grave zurückholen, weil das in Death specialt. Linken Monster können nicht in Death liegen. Heißt, das Ding holt immer ein Manic Monster zurück oder addet eins auf die Hand oder schickt es ins Extra zurück, je nachdem, was ihr getargetet habt. Das ist pauschal aber eine gute Karte. Nicht so gut wie der Special aus dem Deck, aber das ist trotzdem eine gute Karte, um halt Ressourcen wieder zu verteilen. Und jetzt kommen wir zu der Karte, die das Deckthema sehr interessant macht. Das ist eine Fallenkarte, die logischerweise suchbar ist über das Monster, was Zauber- und Fallenkarten suchen kann. Der Effekt klingt ein bisschen crazy. Wir lesen ihn mal ganz kurz durch, denn der Effekt von dieser Karte ist eigentlich ziemlich cool. Target one Vanquish Storm Monster you control. Ja, also du wählst Monster von dir für Aktivierung von dem Effekt. Spezialbeschwöre bis zu zwei Vanquish Soul Monster von deiner Hand mit verschiedenen Namen von sich selbst und verschiedenen Attributen von dem Monster, was du gewählt hast. Also auf Deutsch, ihr könnt zwei Monster von der Hand spezialbeschwören, die verschiedene Namen haben, aber die müssen verschiedene Attribute haben zu dem Monster, was ihr gewählt habt, damit das funktioniert. Die Effekte sind negiert und werden alle auf die Hand zurückgegeben während der Endphase. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr schlimm. Dann kannst du alle Karten in den Spalten auf die Hand zurückgeben von deinem Gegner, in der diese Karten liegen. Und das Wichtige ist, sowohl das getargetete Monster als auch die Monster, die spezial beschworen wurden. Das heißt, wenn ihr das sinnvoll macht, wählt ihr ein Monster, habt dann zwei andere Monster. Also ihr könnt von drei Spalten
Karten wieder auf die Hand zurückgeben. Das kann richtig gut sein. Ob die Karte jetzt das Deckthema brechen wird, keine Ahnung. Glaube ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Karte. Und das ist auf jeden Fall mit dem Investment auch worth, dass man die Karte spielt. Ihr müsst nur gucken, dass ihr genug Monster auf der Hand habt, die ihr spezial beschwören könnt, damit die Karte auch aufgelöst werden kann. Ich glaube schon, dass es das ein bisschen tricky ist, alle Bedingungen zu erfüllen. Ne? Monster, zwei Monster in der Hand, die Fallenkarte. Aber ich glaube schon, dass es eine Kombination an Karten gibt, die das wirklich valuable machen. Weil 3 bis 6 Karten auf die Hand zurückzugeben vom Gegner, kann krass sein. Und wenn das wirklich die extra Monster so sind, kann das sogar noch ein bisschen krasser sein. Also das ist eine Karte, die halte ich für super interessant. Und dann haben wir noch, wie es jedes gute Deckthema macht, eine Countertrap, die was negieren kann. Allerdings negiert die Karte nur Sachen, die Karten, die ihr kontrolliert, als Target wählen. Ist auch jetzt nicht die beste Countertrap, die man haben kann, aber auf jeden Fall nicht die schlechteste. Dann kommen wir einmal zu dem Novell-Deckthema. Ich werde jetzt nicht jeden dieser Effekte durchlesen und euch erklären, wie das funktioniert. Ich erkläre euch auch mal die Basic Premise von dem Deckthema, damit ihr einmal versteht, was möchte das Deck tun. Ihr habt verschiedene Ritualmonster mit verschiedenen Leveln. Diese Ritualmonster könnt ihr über eine Receipt-Karte, also über eine Rezeptkarte, Ritual beschwören. Es gibt neue Rezeptkarten, die das als Ritualbeschwörung machbar machen. Und es gibt die Möglichkeit, auch die alte Karte von dem Hungry Burger zu spielen, die ihr theoretisch auch beschwören könnt. Die Ritualmonster wird es in verschiedenen Leveln, die sich also hochleveln können. So ein bisschen wie die Mayakashi-Monster, nur nicht aus dem Extra-Deck, sondern aus dem Main-Deck, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir lesen dafür einmal dazu zuerst hier das Ding vor. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Das ist irgendein fancy Kochbegriff. Keine Ahnung. Irgendwas Französisches. Französisch habe ich nie gehabt. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, wie man es ausspricht. Keine Ahnung. Du kannst dich halt Ritual beschwören mit der Rezeptkarte. Dann, wenn die Karte spezial beschworen wird, kannst du 5 Karten ausgraben und dann kannst du davon eine Novellkarte deiner Hand hinzufügen. Okay, das ist kein schlechter Effekt. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der diese Karte als Ziel wählt oder wenn diese Karte für den Angriff gewählt wird, also ein bisschen wie die Melfi-Monster als Aktivierungsbedingung, dann können wir diese Karte tributieren, ein anderes Angriffspositionsmonster irgendwo auf dem Feld, also auch vom Gegner. Und dann können wir aus unserem Deck ein Monster spezial beschwören, was Level 2 oder Level 3 ist, von dem Archetype. Das haben die alle gemeinsam. Die specialen alle die höheren Level aus dem Deck. Das Ding special Level 2 und Level 3, das Ding special Level 3 und Level 4, das Ding special 4 und Level 5, das ist special 5 oder 6 und das Ding special Level 6 und das Ding hier, das special gar nichts, außer theoretisch den Hungry Burger. Das ist der Payoff für das Deck. Das Ding ist das, was euer Deck spielbar macht, in Anführungszeichen. Das heißt, das ist der Payoff für das, was ihr machen wollt. Denn die Karte kann alle gegnerischen Monster tributieren. Ob das jetzt gut ist, keine Ahnung, weil ihr müsst halt schon ein paar Hoops machen, um dort dahin zu kommen. Und das macht die halt nur, wenn die halt durch ein Novelle Monster spezial beschworen wurde, kann die das halt machen. Und dann ist sie halt ganz cool. Das ist halt das Basic Premise von dem Archetype. Ich glaube nicht, dass der Archetype gut ist. Ich glaube aber, dass er super interessant ist. Dann haben wir noch einmal hier Novelle Auberge à Table. Oder On Table, ich habe keine Ahnung, Französisch gar nicht meins. Die Karte ist legit gut. Das ist eine Feedspell, die hat wirklich die Fähigkeit, wenn diese Karte aufgelöst wird, kannst du eine Rezeptkarte von deinem Deck da hinzufügen oder vom Friedhof, ganz wichtig. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Ritualmonster von deiner Hand unter das Deck legen, dann ziehst du eine Karte. Das ist erstmal pauschal ein guter Effekt. Wenn ihr viele Ritualmonster spielt, werdet ihr manchmal das Problem haben, dass ihr zu viele Ritualmonster habt und keine Ritualzauber. Das Ding löst das so ein bisschen. Während der Endphase, du kannst 2 Karten in der Friedhof wählen, mindestens eine Rezeptkarte, tu die unter das Deck und dann kannst du wieder eine Karte ziehen. Heißt, die Karte kann effektiv 2 Karten ziehen und die kann Sachen recyceln, die nicht nur Rezeptkarten sind. Meinetwegen irgendwelche Monster, die für euer Kommando im Deck braucht, meinetwegen irgendwelche Ritualmonster, die ihr im Deck braucht, damit ihr spezial beschwören könnt. Das ist pauschal für das Deckthema eine sehr gute Karte, weil wir Sachen aus unserem Deck spezial beschwören und der Effekt dieser Karte ist jetzt nicht so krass, dass der Gegner viel damit interrupten möchte. Denn es gibt ja bessere Karten, die interrupten muss. Deswegen wird die Karte auch viel auf dem Feld bleiben. Ist aber auf jeden Fall eine sehr solide Karte. Da haben wir jetzt mal hier einmal eine von den Zauberkarten, die ich persönlich als ziemlich solide empfinde. Wir lesen mal ganz kurz durch. Zeige 2 Novellmonster mit verschiedenen Namen von einem Deck vor. Dein Gegner wählt 1 davon. Das fügst du einmal der Hand hinzu. Die andere Karte gibt dir dann 6 zurück. Also sehr simple Karte. Zeigt zwar vor, Gegner gibt dir 1 davon. Schon mal ziemlich gut. Dann kannst du eine dieser Karten von deinem Deck adden, abhängig davon, was du dir hinzugefügt hast. Wenn du ein Beast Warrior Monster bekommen hast, bekommst du das Fischrezept. Wenn du dir ein Kriegermonster hinzugefügt hast, bekommst du das Mietrezept. Das sind einfach nur Ritualbeschwörungskarten. Was können wir die machen, werden wir jetzt nicht darauf eingehen, weil die nicht wirklich gut sind.
aber ihr bekommt immer das Äquivalent zu der Karte, die ihr gesucht habt, als Ritualzauber. Also die Karte ist für das Deck immer richtig gut. Ihr kriegt ein Monster plus Ritualzauber. Ist vielleicht nicht die krasseste Karte, aber ist die Karte, die euch die Karten gibt, die ihr halt braucht. Und die Karte hier fand ich todesfunny, deswegen wollte ich es euch mal zeigen. Denn wenn eine Zauberkarte oder eine Fallenkarte aktiviert wird und du ein Novell-Ritualmonster kontrollierst, negier die Aktivierung und dann, falls du Monster kontrollierst, was durch einen Novell-Monster-Effekt beschworen wurde, kannst du die Karte auch zerstören. Das ist pauschal eine Counter-Trap, die was negieren kann. Haben wir schon tausendmal gesehen, ist eine gute Karte. Der andere Effekt ist todesfunny. If you special summon Hungry Burger, you can banish this card from your graveyard. Tribute all monsters your opponent controls. Also der Benefit, aus eurem Deck Hungry Burger spezial zu beschwören, bedeutet, ihr könnt mit dieser Karte alle gegnerischen Monster tributieren. Das ist jetzt nicht gut, weil das wird nie resolven. Aber das ist trotzdem funny, dass das ein Thema ist. Und ja, das ist die letzte neue Karte, die ich euch zeigen wollte. Jetzt gucken wir uns einmal ganz kurz alle Reprints an, damit ihr einmal gesehen habt, was für Karten da reprintet werden. Denn da ist nicht wirklich ein Value drin in dem Set. Bis jetzt zumindest, weil uns fehlen noch 15 Karten. Aber es sind Karten, die halt zu den Themendecks dazugehören, die ihr braucht, damit ihr Deckthemen spielen könnt. Das sind Karten wie der Frostosaurier. Nicht unbedingt notwendig, aber das ist das beste Dino-Neumonster, was ihr halt über die ganzen Karten spezial beschwören könnt oder adden könnt oder was auch immer. Ist ein Level, es hat Level 6 Monster mit 2600 ATK, ist auf jeden Fall nicht das kleinste Monster und das Artwork ist ziemlich cool, wenn ihr mich fragt, der wird nur kein Play sehen. Dann haben wir den Ultimativleiter Tyranno, der bekommt einen Reprint, genauso wie Giant Rex, der war übrigens notwendig. Verschidosaurier, auch der bekommt einen Reprint, genauso wie Oviraptor, die Baby Cerasaurus, die Petit Tyrannodon und wie Solda. Ich schätze mal, dass wir auch Sachen wie Lagia und Dolka bekommen. Würde mich wundern, wenn wir die dann nicht sehen. Aber bis jetzt sind die noch nicht bekannt. Dann haben wir Karten wie Tenki. Der ist halt für Vanquishol gut, weil ihr könnt damit das Beast Warrior Monster adden. Und dann haben wir jetzt hier die Ritualkarten, die dazu kommen. Wir haben einmal den Hungry Burger, Hamburger Rezept, okay, Kerzenpuppe, Talisman Raune und Vorbereitung der Riten. Das ist einmal alles, was wir zu Wild Survivors aktuell wissen. Ich finde die neuen Archetypes an sich ziemlich interessant. Ich glaube nicht, dass wir viele von den Meta sehen werden. Ich denke mal, wir werden ein paar Dinos sehen, die irgendwo was reißen werden, zumindest ein bisschen. Ich glaube, dass der Vanquished Soul relativ semi-generisch ist, dass er zumindest in der Kombination mit irgendeinem Deckthema irgendwo Play sehen könnte in Zukunft. Das Novell-Deckthema, glaube ich, ist eher so ein Troll von Konami, für die, die halt die Hungry Burger Meme-Sachen halt gut finden, dass die halt was mit Spielen haben mit dem Hungry Burger. Aber gut ist das leider nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Das war's für heute. Lasst mir ein Like und ein Abo da für das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.